der Sion ist Geschichte. Hallo, willkommen bei Review Mirror. Ja, ihr erinnert euch bestimmt an dieses Video, da habe ich den Sion mal vorgestellt. Die letzten Wochen, da habe ich den in Saarbrücken gesehen und da war eine Roadshow mit zwei von diesen Sion-Fahrzeugen und ich war eigentlich noch der Meinung, dass er vielleicht irgendwann auf die Straße kommt. Jetzt wurde heute am 24. Februar 2023 bekannt gegeben, dass Sono Motors den Sion einstellen wird und sie werden sich ausschließlich auf ihr Solargeschäft fokussieren, auf die Integration der Solarzellen. Sie schreiben hier, wir konzentrieren uns fortan ausschließlich auf das Solargeschäft für B2B-Kunden. Und haben das Sion-Programm eingestellt. Solartechnologie ermöglicht die Integration einer breiten Palette von Fahrzeugen, einschließlich Bussen und Lastwagen. Sono Motors hat bereits 23 Partner im B2B-Geschäftsfeld. Solarlösungen bestehend aus Hardware wie Leistungselektronik und Software bieten Flottenbetreibern Vorteile durch Kraftstoff- und Kosteneinsparung sowie durch Reduzierung von CO2-Emissionen. Sono Motors sicherte sich kürzlich Finanzierungen im Rahmen eines von der EU-Kommission bewilligten Projektes für Solartechnologie. Angesichts des geringen Kapitalaufwands des B2B-Solargeschäfts wird der Finanzierungsbedarf des Unternehmens voraussichtlich erheblich sinken. Gespräche mit potenziellen Investoren fordern ausschließlich für das Solargeschäft. Die Einstellung des Sion-Programms versetzt das Unternehmen jetzt in die Lage, signifikante Einsparungsmaßnahmen umzusetzen. Weiterhin steht jetzt hier, gab heute den Entschluss bekannt, sein Geschäftsmodell umzustrukturieren und sich künftig ausschließlich auf die Nachrüstung und Integration der Solartechnologie in Fahrzeuge von Drittanbietern zu konzentrieren. Gleichzeitig hat das Unternehmen sein Sion-Programm mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die Solarlösungen des Unternehmens, bestehend aus Hardware wie Leistungselektronik, Software, werden bereits heute von 23 Geschäftspartnern in Europa, Asien und den USA eingesetzt und in einer Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Autos von anderen OEMs, Bussen, Kühlfahrzeugen und so weiter. Wohnmobile getestet. Flottenbetreiber können von der Integration der Sono-Solartechnologie profitieren, indem sie Kraftstoff, Kosten und CO2 einsparen und durch diese Reduzierung Treibhausgasemissionen gegen Klimawandel. Okay, alles klar. Also, 90% des Finanzierungsbedarfs für 23 wurden durch das Sion-Programm verursacht. Also ist das der Hauptfaktor gewesen. Da das Sion-Programm ressourcenintensiv war, setzt das Unternehmen jetzt signifikante Einsparungsmaßnahmen um. Die Umstrukturierung ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von Sono Motors, sagt Laurin Hahn, Mitbegründer und CEO von Sono Motors. Auch wenn wir mit dem Sion-Programm unser ursprüngliches Herzensprojekt einstellen mussten, bietet uns die Verlagerung unseres gesamten Fokus auf B2B-Solarlösungen die Möglichkeit, weiterhin innovative Produkte in der Solarindustrie zu entwickeln. Trotz der mehr als 45.000 Reservierungen und Vorbestellungen für den Sion waren wir gezwungen, auf die anhaltende Instabilität der Finanzmärkte zu reagieren und unser Geschäft zu verschlanken. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Verlinke euch das unten drunter, wo das steht. Und da steht noch mehr. Aber ja, die Botschaft ist klar, der Sion ist Geschichte. Leider. Ich hätte ihn gern gesehen. War auch nicht einverstanden mit diesem Geschäftsmodell, mit der Einsammlung von Geld über Crowdfunding oder sozusagen über die Vorbestellungen. Aber ich hätte das Fahrzeug sehr gerne gesehen, weil das für mich auch ein Konzept war, was ich mir vorstellen hätte können, als Zweitwagen zu haben. Und fand die Solarintegration sehr spannend und auch technologisch sehr, sehr interessant. Ja, schade drum, das war es dann wohl gewesen an der Stelle. Ja, trotzdem wollte ich euch informieren, ist ja jetzt relativ schnell gegangen. Und seit dem letzten Video könnt ihr euch ja nochmal angucken, wie das Auto so ausgesehen hat. Das wird dann wohl so nicht auf die Straße vorkommen. Aber ich bin mir sicher, dass wir die Solarintegration über kurz oder lang sehen werden. In großen Fahrzeugen auf jeden Fall, wie LKWs und Bussen. Aber ich glaube auch irgendwann, wenn die Effizienz dementsprechend hoch ist, auch bei normalen Fahrzeugen genug Fläche ist da, wenn die Effizienz höher ist. Es reicht immer, um ein paar Kilometer im Sommer nachzuladen oder die Klimaanlage zu betreiben. Das ist mal wieder was nicht auf die Batterie geht, auch im Winter, wenn die Sonne scheint und das Auto natürlich nicht vereist ist. Es gibt ja immer Nörgler und Skeptiker, aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass sowas kommen wird in der Zukunft. Und vielleicht ist Sono Motors da ja dann auch dran beteiligt. Das war es gewesen. Schreibt mir mal unten rein, was ihr so darüber denkt, über die ganze Geschichte. Und bleibt stabil, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.